Servus, Christi, und herzlich willkommen in City Skylines mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und ja, hier mit aktiv ja auch an der Stadt mitwirkst, indem du ja ab und zu Kommentare gibst und sagst, das und das könnten wir besser machen, da und da hast du was falsch gemacht. Ich muss die Kesselstation verschieben, ich brauche die Straße hier raus. Ah, blöd, blöd, aber hilft nichts. Die hatte ja auch Platz, oder? Du hast ja auch Platz, genau. So, und dann müssen wir hier natürlich eine Leitung hinlegen, sonst weint die arme Kesselstation. So, wo schließe ich dich denn an? Hier. Und hier nach da. Passt. Kesselstation glücklich. So, wir ziehen hier die dicke Straße wieder weiter, die wir hier schon haben. Das war doch die hier, genau. Mit der gehen wir nämlich jetzt da mal vor, bis... Ich will nicht verbessern. Ich will bauen. Ziehen wir nämlich hier einfach mal knallhart bis zum Gleis. Das ist ein Gleis. Ach, sie hatten da ein Gleis hingebaut. Oh, das kommt mir etwas ungelegen eventuell. Das müssen wir dann noch umbauen. Das heißt, jetzt machen wir gleich. Gleise. Zug. Nein, du bist nicht. Straßenbahn. Wir haben noch keine einzige Straßenbahn gebaut. Da habe ich aber auch schon eine Idee, wo wir es machen. Und Monorail haben wir auch noch nicht. Was bist du, Seilbahn haben wir schon. Taxis brauchen wir auch noch. Aber ich brauche jetzt erstmal ein Gleis. Ach Quatsch. Ich brauche erstmal hier Gleis weg. Sag mal, kann man das eigentlich auch mal hell machen hier? So, wir gehen jetzt hier mit unserem Güterzug nämlich schon mal viel, viel früher runter. Damit wir hier das Fleckerl frei haben. Und dann würde ich gerne... Achso, jetzt finde ich den Gleisanschluss nicht mehr, oder? Es ist ja aber auch finster hier wie im... Ich sag's nicht, aber so finster ist es hier. So, da ist der Gleisanschluss. Hier ist er. So, und dann sagen wir nämlich hier... Wir gehen mal runter. Müssen wir da geradeaus runtergehen? So, gehen wir runter. Und dann sind wir unterirdisch und machen hier einen Bogen rein. Das wird so nix. Wolle, das wird so nix. Das sehen wir doch jetzt schon, oder? Um den hier anzuschließen. Es wird wieder oberirdisch gelandet. Ich krieg die Motten. Motten krieg ich. Weg, weg. Wir wollten das unterirdisch verlegen. So, du brauchst ja gar nicht hochkommen, du Gleis. So, also nochmal. Und es wird Tag. Hurra, es wird Tag. Eins runter, bitte. Und das ziehen wir nämlich jetzt mal bis dahin. Sind wir da überhaupt tief genug? Irgendwie... Und schon wieder alles falsch gemacht. Warte mal auf. Ich krieg's hin. Und es ist Tag. Es ist Tag. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass es Tag ist. So, wir müssen da hin. Das heißt, ich ziehe jetzt das Gleis so und dann machen wir hier Kurve. So, das war nämlich schon wieder mal der Fehler von mir. Peng. So, jetzt können hier die Züge wieder fahren. Wir haben hier Platz nach vorne. Sehr schön. Weil hier vorne soll was hin. Oh ja, da soll was hin. Und zwar möchte ich hier gerne... Es brauche ich Schifflies. Und zwar hätte ich hier gerne einen, nee, kein Ferndepot, ich hätte gerne einen Hafen, wo so Touristenschiffe anlanden können. Einfach hier. Oh. Wieso kommt sie hier nicht durch? Geht das nicht? Warum kann ich hier keine Routenverbindung möglich? Aha. Ach, da war es doch gerade so, jetzt, also so hätten wir es, ne? Dann bauen wir hier nämlich einen Hafen hin. 80.000 kostet der. Das macht nichts. Da kommen Touristen. Touristen sind toll. Wir mögen Touristen. So ungefähr. Kann ich jetzt deine Straße hier eigentlich noch upgraden? Kann ich natürlich nicht. Dann lassen wir es erstmal. Dann gehen wir hier. Ach, da hätten wir eigentlich so eine draus machen können. Ne? Komm, wir upgraden dich mal. Dann machen wir hier so eine schöne Straße, damit die Touris sich auch freuen, wenn sie hier reinkommen.
und gehen hier mit so einem nicen Bogen da so drauf. Da wird es halt nun mal dummerweise weniger. Okay, macht aber nichts. Dann gehen wir hier mit so einer zweispurigen Straße hier so hin. So, hübsch ist es oder auch nicht. Erstmal egal. So, was wir jetzt auch gleich machen ist Taxis. Da kommen die Touris an und die wollen mit dem Taxi fahren. Sage ich jetzt so. Außerdem haben wir noch keine Taxis. Wir brauchen also mal irgendwo ein Taxidepot. Und die könnten ja... Taxidepot könnte man mal da herstellen. Nee. Keine Ahnung, wo wir das jetzt wieder hinbauen. Jan, ich weiß, du brauchst noch Dings. Wir bauen das Taxidepot jetzt einfach mal dahin. Hier, so. Ach komm, dann bauen wir da auch noch eins hin. Was? Das war doch neben der Straße nicht. Okay, machen wir so. Und dann brauchen wir Taxistände. Bauen wir mal hier und hier einen Taxistand hin. Dann können wir eigentlich bei den Fähren auch mal, können die Leute auch mit dem Taxi hinkommen. Fähre ist aber eigentlich da herüben. So. Und dann bauen wir hier mal ein paar Taxistände in die Stadt. Sollen doch die Leute auch mal Taxi fahren, oder? Wenn wir hier einen hinbauen. Oder hier drüben. Was bist denn du da? Ein modisches Modegeschäft. Okay. Aber ich glaube, du musst bei einem Taxistand weichen. Wir bauen jetzt mal Taxis. Hier ein Taxistand hin. Können wir da dahinter noch irgendwas Hübsches hinbauen? Wahrscheinlich nicht. Quatsch. Oh, Stadtviertel. Grenze. Okay, passt schon. Ich wollte das hier. Ich glaube nicht, dass sich da wieder was ansiedelt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber egal, erstmal. Dafür siedeln wir jetzt hier noch mal ein bisschen Gewerbe an. So. Und hier. Und ihr braucht Elektrizität da draußen. Ja, ja, komplett vergessen, gell. Was geben wir euch denn? Und Wasser braucht es auch noch. Machen wir erstmal Wasser. Das ist einfacher. Wasser ziehen wir einfach mal von hier. So rüber. Und dann so hin. Ach, jetzt habe ich hier die dicken Leitungen. Ich Hirsch wollte ich nicht. Es ist auch egal, machen wir so. Und ihr braucht einen Strom. Das ja, hilft ja alles nichts. Ihr braucht einen Strom. Und da mache ich jetzt hier das so. So. Von da nach da. Jetzt hab Strom. Und jetzt können sie kommen, die Touris. Genau. Was denn? Was ist jetzt noch dein Problem? Was ist das Häuschen hier? Was bedeutet das? Nicht genügend Wärme. Ah, weil ich jetzt die Wärmedinger habe. Pass auf, wir upgraden die Leitung zu einer normalen. Schon passt es. So, schon sind sie alle glücklich und zufrieden. Und die Taxis fahren. 25 Taxen im Einsatz. Ach, dann bauen wir hier gleich noch einen Taxistand hin. Oder die stellen sich jetzt an die Taxistände. Nö, da steht mal gerade keiner. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den ersten Touridampfer, der antanzen muss. Du bist ein Frachtschiff. Oh, jetzt habe ich gerade nicht gesehen, was er mir angezeigt hat, weil ich mal schnell wieder auf Escape gedrückt habe. Wir haben hier zwei Taxistände, ne? Ich glaube, wir könnten fast noch einen dritten machen. Da sind alle im Einsatz, da sind alle im Einsatz. Dann stellen wir da noch einen hin. Noch so eine Taxizentrale. Und hier auch noch eine und da noch. Das war ungeschickt. Äußerst ungeschickt. Komm, wir verschieben dich mal nach darüber. Ach, da kriegen wir dich gar nicht hin.
Nur so, okay, dann verschieben wir dich dahin, dass wir hier noch eine Taxizentrale hinkriegen. So, machen wir das. Sehr schön. Und es fehlt uns nur noch ein Passagierschiff, da kommt es. Da ist es. Ein Kreuzfahrtschiff mit 96 Passagieren an Bord. Wow. Oh, ich kann dir auch folgen, Schiff. Ich folge dir. Da möchte ich jetzt dabei sein, wenn der anlandet. Hallo? Ach, weil ich jetzt außerhalb meiner Stadt bin. So. Wir müssen mal die Stadtgrenzen erweitern. Als nächstes erweitern wir die Stadtgrenzen, bis das erste Passagierschiff kommt. Hoffe ich mal, dass es kommt. Aber wo fährst denn du hin? Ist ja eigentlich auch nicht so... Naja gut, das ist hier unser Hafenzeug, ne? Da ist immer noch so Dreckwasser unterwegs. Und wir immer noch so eine alte Anlage stehen. Ne, ist eine ökologische Anlage. Ja, das dauert einfach, bis es rausgeht, oder? Egal, erstmal komm. Kreuzfahrtschiff. So. Da kommt's, da kommt's. Wie toll, es landet an. Und es bringt nur 96 Passagiere. Jetzt das, ha? Es hat's null, die sind jetzt alle hier raus. Und wegfährt's. So, und die müssten jetzt alle hier irgendwo... Oh ja, da sind sie. Da kommen sie. Ihr lauft zu Fuß. Okay, die arbeiten hier. Sind gar keine Touris. Das ist ja auch mal lustig. Ein Gebäude steht... Oh Gott, wir haben hier keine Feuerwehr. Moment, stopp. Wieso brennst du? Wir brauchen hier... Ach Quatsch, das ist keine Feuerwehr. Wir brauchen hier noch so eine Feuerwehr. Du bist Polizei. So eine... So eine Feuer... Oh, wir haben schon wieder Dings. Wir sollten hier ganz generell mal eine Feuerwehr hinstellen irgendwo. Hier haben wir Feuerwehr. Und wir haben schon wieder ein Konzert. Ein Konzert ist am Laufen. Gehen wir weg da. Hey, wer besucht uns denn heute? Die Lilly, oder? Lilly LaRouche, wie es ausschaut. Lass mal weiterlaufen hier. Wir haben immerhin 296 Gäste, die das interessiert. Party. Cool, Party. Und wir müssten hier... Wo ist denn hier eigentlich der nächste Verkehrsanschluss? Wo ist denn hier... Da geht eine Buslinie hier. Und eine U-Bahn, alles klar. U-Bahn haben wir auch dran gedacht, sehr gut. Das heißt, wir würden die Leute schon herbringen. Aber wir müssten jetzt eigentlich auch unsere Fähre da hinten theoretisch auch noch eine Busverbindung verpassen, oder? Ja, schauen wir mal. Nochmal schnell öffentliche. Da geht gar nichts aus, Sieg. Da könnte man eigentlich eine eigenständige machen. Oder wir ziehen die gelbe. Wir ziehen die gelbe da hinten rum. Wir könnten der gelben... Komm, wir verpassen der gelben Buslinie. Hier noch eine Haltestelle. So passt es. Dann könnte die gelbe aber auch hier nochmal... eine Haltestelle kriegen, oder? Ja. Okay. So, wie viele Leute fahren eigentlich hier mit unserem Dampfer noch hier rum? 35 waren... Ja, fahren immer noch genug. Aber ich glaube, die zwei Fährschiffe... Oh, da kommt der nächste. 100 Passagiere. Wo sie nicht alle plötzlich herkommen. Oh, und wir brauchen Wohnraum. Und wir brauchen immer noch... Ach, ich finde das toll. Das schaut schon toll aus, oder? Hier... Das ist ein tolles Bild. Schön.
und das nächste Passagierschiff kommt, bringt auch nochmal 34, geht's ja plötzlich ab hier. Toll, oder? Ach, schon schön, schon schön. Komm, wir machen hier mal. Ist es nicht nice? Ist es nicht nice hier in unserer Stadt? Dann gehen wir nochmal zum Partyviertel. Die ist ja immer noch am Abend. Weil das ist ganz schön dunkel hier, ha? Ich hätte hier eigentlich mehr erwartet. Naja, man kann nicht alles haben. Partyviertel. Okay, aber eigentlich wollten wir hier noch ein bisschen Stadtplanung betreiben. Wir nehmen jetzt zweispurige Straßen. Da haben wir die Gondels, die da drüber gehen. Das ist vielleicht ein bisschen ungeschickt. Ah, wir gehen hier mal auf der Seite von der Gondel einfach mal rüber. Einfach gerade rüber. Warum nicht? Das war nicht gerade, weil wir hier nicht auf gerade sind. So. Einfach hier gerade rüber. Peng, passt. Passt doch. Dann von hier. Das war wieder zu weit. Von hier? Nein. Hier. Wir kriegen es nicht ganz hin. Nehmen wir es von da. Auch so rüber. Und dann können wir hier oben nochmal einen ziehen. Genau, so machen wir das. Und dann sollte man eventuell hier noch so eine Straße durchziehen. So. Ach, so leicht gekrümmt. Und dann gehen wir hier so rüber. Und so. Ja, ein bisschen Farbe reinbringen. Das Ganze in Farbe. Weiß schon, was ich meine. So, dann machen wir hier dicht besiedeltes Gewerbe. Schließlich ist das hier, da kommen die Touris angelaufen, ne? So. Also hier drinnen machen wir dicht besiedeltes Gewerbe. Hier auch. Gerne bis daher. Du auch, du auch. Hier machen wir nochmal dicht besiedeltes Gewerbe. Und hier auch. So. Hafenviertel. Könnte man sich mal vorstellen, was da für Gewerbe ist. Da machen wir wieder ein leichtes hin. Leichtes Gewerbe. Würde viel besser ins Hafenviertel passen, ich weiß. Okay, das ist Festivalgelände. Und hier machen wir auch leicht bebautes hin. Genau. So, dann schauen wir mal, ob das angenommen wird. Und dann brauchen wir schon wieder neue Wohnflächen. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Und wo? Oh, das ist aber eine Riesen. Was da gibt's? Ja, mei, das ist ein Gewitter, gell? Passt schon. Ein Gewitter. Aber ich glaube, das Gewitter erleben wir erst in der nächsten Folge, weil die ist eigentlich auch schon wieder rum. Ich habe ein Rohrproblem. Quatsch, doch, ich habe ein Rohrproblem. Moment. Ein Rohrproblem, das ist ja wieder nett ausgedrückt hier, ne? Ich will nicht verbessern. Ich will hier einfach die Leitung querziehen. Haben wir hier eigentlich auch ein Stromproblem? Nee, das wächst vom Strom hier rüber, das passt. Sehr gut. Sehr gut. Und ich glaube, die bräuchten wir eigentlich auch nicht mehr. Ja, können wir mal stehen lassen. Passt schon. Okay, also wir lassen hier unser Gewerbegebiet, unser Touristenviertel weiterarbeiten. Immer weiterkommen. Und dann gucken wir mal, wie es denn so anläuft und ob unser Gewerbe. Und dann kümmern wir uns wieder um mehr Wohnraum, schön langsam. Brauchen wir mehr Wohnraum. Aber das alles in der nächsten Folge, genauso wie der Gewittersturm der Stärke 3. Alles nächste Folge. Bis dahin, mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.